Liebe Geschwister, Update-Video zum Thema größtes Waisendorf von Ghana, Home of Taqwa. Von vielen von euch das Lieblingsprojekt, habt ihr uns schon oft gesagt, habt ihr uns auch oft geschrieben. Viele von euch haben die Doku-Reihe verfolgt, von der Dunkelheit ins Licht, Teil 1 bis 5 ist schon draußen. Am Ende werden es 10 Teile werden. Ja? Jetzt kommt Teil 6 als nächstes, das ist eigentlich dann, es geht in die Richtung Eröffnung dieses Waisendorfes. Und inzwischen sind wir schon viel weiter wieder gekommen mit euch Spendern. Und uns ist aufgefallen eigentlich, wow, wir haben euch gar nicht mehr richtig geupdatet, was in der Zwischenzeit passiert ist. Denn jetzt kommt die Teil 6, also jetzt kommen wir bald bei der Eröffnung an, dieses Waisendorfes. Und da gab es ja ein Gebäude, ein großes Main-Gebäude. Aber inzwischen gibt es schon 4 Gebäude. Und wir planen jetzt momentan, alles, was ihr jetzt spendet, wird schon zu Gebäude 5 und 6 gespendet. Und deswegen müssen wir euch mal ein bisschen updaten. Das ist ja, kann man sagen, also das größte Waisendorf von Ghana ist eigentlich, sollte eigentlich optimalerweise ein Staatsprojekt sein, sage ich mal, von muslimischen Staaten. Aber wer hat es auf die Beine gestellt? Ihr. Vielen Dank auch erstmal an die Staaten, dass ihr uns diese Hessenet übrig lasst. Barakallahu fikum. Wir nehmen es gerne an und bauen dieses Megaprojekt. Nach dem Main-Gebäude also, das, was ihr eröffnet seht in der Doku-Reihe, dieses Hauptgebäude, zweistöckig, wo 200 ex-obdachlose Waisenkinder aus ganz Westafrika inzwischen eingezogen sind, da ist uns aufgefallen, dass wir A, noch mehr Kinder aufnehmen wollen, dass wir B, aber auch schon zu wenig Platz in der Schule haben, dass wir C, Platz brauchen für pädagogische Betreuung. Also wir haben ja Pädagogik-Programme dort installieren können, indem wir auch Pädagogen und Sozialarbeiter, Ausgebildete, Abgeschlossene aus Deutschland rübergebracht haben und das auch weitermachen wollen. Und wir sind super erfolgreich dort geworden. Nach 6 Monaten haben diese ex-obdachlosen Waisenkinder aus Togo, aus Benin, aus dem Bürgerkrieg in Nordnigeria, aus Burkina Faso, von der Elfenbeinküste, die wir aus Schokoladenplantagen rausgeholt haben, die dort als Sklavenkinder gearbeitet haben, sich ihre Gelenke kaputt gemacht haben. Wir haben so große Erfolge von Nordghana, obdachlose Straßenkinder, Accra, mitten in der Hauptstadt, obdachlose Straßenkinder aus Gangsterbanden rausgeholt. Wir haben so krasse positive Erlebnisse und Ergebnisse mit den Kindern reingeholt, dass die Kinder sich jetzt, jeder Afrikaner weiß, das ist eigentlich in Afrika, das ist das allerletzte Thema oder das ist ehrlich gesagt, das ist gar kein Thema, dass die Kinder sich jetzt Gedanken machen über Mülltrennung oder ich schmeiße meinen Müll in eine Mülltonne. Also solche Gedanken, das waren vorher die letzten Probleme von Afrika überhaupt und von obdachlosen Waisenkindern die allerletzten Probleme. Ja. Subhanallah, es ist so extreme Fortschritte, die diese Kinder gemacht haben und es wird ein eigenes Video bald rauskommen, wo die Kinder einfach mal gefragt werden, was wollt ihr eigentlich werden? Und ihr werdet sehen, die Kinder sagen, ich will Präsident werden und dann auch viele Waisendörfer bauen. Der Nächste sagt, ich will Soldat werden, damit ich Geld verdienen kann, damit ich Waisenkinder von der Straße holen kann, wie Ansar. Das wird eine Generation, wird hervorgezogen von euren Spendengeldern, die selbst Helfer wird, die selbst Bahnbrechendes erreichen wird. Da habt ihr den Beitrag zugemacht. Und wir haben gemerkt, wir brauchen mehr Platz. Für Pädagogik, wir brauchen mehr Platz für die Einzelbetreuung. Das sind 200 Kinder, du kannst sie nicht immer alle gemeinsam behandeln, sondern du musst die einzeln rausnehmen können. Du musst mit denen Einzelgespräche führen können. Jedes Kind hat seine eigenen schlimmen Erlebnisse gehabt. Manche waren, was meinst du, was du erlebst in einer 6-Millionen-Stadt auf der Straße als Kind? Wie du ausgenutzt wirst, viele sind so verdroschen worden von anderen Bettlergruppen, viele sind ihre Brüder vor ihren Augen getötet worden, guckt euch die Interviews an, im Teil 2 kommt das vor, von anderen Bettlergruppen. Eltern sind vor ihren Augen erschossen worden im Bürgerkrieg in Nigeria. Du musst das mit den Kindern aufarbeiten, das kann nicht immer Gruppenarbeit sein. Wir brauchen mehr Platz für Klassenräume, mehr Platz für Pädagogik, wir brauchen Platz für eine Bibliothek. Die Schule hat keine Schulbibliothek. Wir brauchen also auch noch mehr Platz, weil wir wollen 100 Kinder mehr aufnehmen. Also, was haben wir angefangen? Wir haben Geld gesammelt zum 4. Gebäude. Wir haben Geld gesammelt zum 4. Gebäude. Das sollte dann 3 Etagen werden, also eine Etage höher als das vorherige Hauptgebäude. Zu dem Hauptgebäude haben wir erstmal noch ein Nebengebäude gebaut. Da sind Verwaltungsräume drin, das 2. Gebäude, das ist schon fertig. Da sind Verwaltungsräume drin, Schlafstätten für den Staff,
für die Erzieher, für die Verwalter, für die Pädagogen, für die Gäste auch. Großspender können dort mal schlafen. Dann haben wir eine Moschee dazu gebaut. Die Kinder haben vorher auf dem Boden gebetet bei heftigster Hitze auf Kunstrasen am Spielplatz. Wir haben ja einen schönen Innenhof mit Spielplatz und allem drum und dran. Ist auch total ungewöhnlich in Afrika. Aber da haben die Kinder vorher gebetet und das ist extrem heiß, vor allen Dingen zu Jumma, wenn du da 20 Minuten sitzt mit deinen Knien auf Kunstrasen bei 40 Grad, das ist zu krass. Dann haben wir eine schöne Moschee gebaut. Die Moschee wird jetzt weiter ausgebaut, zweite Etage, erste Etage ist fertig und eröffnet, schon im Betrieb. Jetzt wird die Moschee weitergebaut, dritte Etage, also drei Gebäude sind fertig, wir bauen gerade am vierten Gebäude und das wird Three Stage. Drei Etagen, im Gegensatz zum Hauptgebäude zwei Etagen, es wird es also überragen. Und wir sind schon bei der letzten Etage, also der Bauprozess ist sehr fortgeschritten. So, wir rufen euch jetzt auf zur Spende für das Gebäude 5 und Gebäude 6. Was ist der Plan von Gebäude 5 und Gebäude 6? Nachdem das vierte Gebäude fertig ist, haben wir also ein ganz tolles Waisendorf mit noch 100 Kindern mehr. 300 Kinder drin. Wir haben eine Schule mit Bibliothek, wir haben genügend Unterrichtsräume, wir haben ganz tolle Pädagogik- und Sozialarbeiterkurse. Was brauchen wir jetzt? Wir wollen ein Berufsbildungszentrum bauen. Ein Berufsbildungszentrum mit zwei großen Hallen, Gebäude 5 und Gebäude 6. Und dort wollen wir selbst ausbilden. Und zwar als IT-Spezialisten. In einem Fach wollen wir selbst ausbilden, wo wir absolute Profis sind, das kennt ihr. Im Video-Editoring. Wollen wir ausbilden, also alles, was mit Medienabteilung zu tun hat, alles, was mit Social Media zu tun hat. Wir wollen ausbilden als Kameramann, Kamerafrau, als Videocutter, Videoeditor oder Editorin, also weibliche Form. Wir wollen ausbilden als Schneider oder Schneiderin und das sind unsere Ziele. Für die IT-Sache lassen wir aus unseren Pakistan-Projekten Leute rüberkommen, IT-Spezialisten, die werden den talentiertesten von diesem Waisendorf inshallah sehr, sehr viel beibringen, so dass einige davon richtige Spezialisten werden können. Wir selbst werden mit unseren Kameraleuten rübergehen und manche werden eine Zeit lang dort bleiben und werden denen beibringen, wie man die Kamera am besten positioniert, hält, Bild einrichtet, schneidet und so weiter. Und wir sind ja bekannt für unsere Videos. Das können wir also sehr, sehr gut. Wir haben Leute bei uns, die haben das studiert, mehrere auch. Und mashallah, das ist unser Plan eigentlich, dass wir sozusagen eine Umverteilung machen im Weltbusiness, dass wir Afrika konkurrenzfähig machen und die können von Afrika dann Filme schneiden für alle Welt. Die können von Afrika Webseiten einrichten, Programme programmieren für alle Welt und die können von ganz anderen Kursen, die können zu ganz anderen Preisen im Monat überleben. Das heißt, die sind also, was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, sind die danach sehr konkurrenzfähig, inshallah. Und das ist unser Ziel. Wenn wir dieses Ziel vollbracht haben, haben wir vor, und das Grundstück ist schon gekauft, haben wir vor, einen richtig fetten Fußballverein der Waisen, und wir wollen den Yatim nennen, einen Fußballverein der Waisen zu gründen, Bundesligaspieler, die schon bei uns spenden, rüberfliegen zu lassen, als Trainer zu fungieren, jeder wechselt sich einen Monat ab. Und wir haben vor, manche dieser Kinder zu Fußballstars werden zu lassen und die in die deutsche und englische Liga reinzukriegen. Und wir wollen aus denen sozusagen Acons machen, die das Geld, was sie verdienen, zurückbringen nach Afrika. Denn in Afrika, da wo wir sind, in Westafrika, wer ist da immer sehr berühmt? Shatawale, Acon und Ansar. Die sprechen alle über diese drei, ich wollte schon sagen Gruppen, aber eigentlich nur Ansar ist eine Gruppe. Diese zwei sind halt Künstler, die wirklich auch Geld wieder zurückgebracht haben nach Afrika. Und da sind die Afrikaner sehr stolz drauf. Sie sind sehr froh über diese drei Quellen, die wirklich Großprojekte aufbauen, die wirklich große Bauprojekte anstoßen. Und das braucht man auch. Und wir wollen eine große, glorreiche, zukünftige Generation heranbilden. Wie jeder weiß, sind wir auch befreundet mit Shatawale und arbeiten auch hier und da zusammen. Aber das kam auch dadurch, dass man einfach gegenseitig große Projekte angestoßen hat und das gemerkt hat, ey, was ist das? Ey, der hat gemerkt, ey, was ist denn da los? In meinem Viertel wird größte Waisendorf gebaut, von Nima werden die Kinder rausgeholt. Ja, und das ist das Ziel, dass wir wirklich diese Gegenden, wo wir arbeiten, revolutionieren. Nicht für heute, sondern für morgen, dass da in der Umma ein ganz neuer Wind herrscht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wir wollten euch einfach mal aufklären über die Pläne,
Wir posten so oft auf Facebook über das Projekt, wir posten so oft auf Instagram über das Projekt, aber dass ihr mal richtig die Hintergründe dieser Pläne erfahrt. Es kann so viel werden, überlegt nur diese IT-Spezialisten, wie viel Geld die machen können und dann wieder reinstecken können in die Umma. Überlegt nur diese Videocutter, was für Projekte die selber filmen können und Geld verdienen können. Überlegt nur diese Fußballstars. Das ist nicht so utopisch, wenn du in Afrika einen kleinen Jungen richtig von guten Bundesligaspielern von klein auf Fußball beibringst. Ist nicht so utopisch, dass von 100 davon später 2-3 Stars werden. Ist nicht so utopisch. Vor allen Dingen nicht mit dem Kontakt zu den europäischen Vereinen durch die Bundesliga-Stars. Wir haben schon Turniere gemacht mit den Weisen, mit Bundesliga-Stars. Und die Bundesliga-Stars haben uns selber gesagt, so, ey, die haben unnormales Talent. Unnormales Talent, die spielen anders. Mein Sohn spielt auch hier zum Beispiel in der Bambini-Jugend. Diese Kinder dort, die haben einen unnormalen Ehrgeiz. Unnormalen Ehrgeiz. Und das sind die ex-obdachlosen Waisen. Die haben nochmal, wenn man sagt, der normale afrikanische Junge hat einen unnormalen Ehrgeiz, dann haben unsere ex-obdachlosen Waisen einen unnormalen Ehrgeiz. So kannst du das sehen. Barakallahu fikum, ihr solltet motiviert sein, ändert die Welt, denn wir haben alle dazu die Chance. Jazakumallahu khairan, guckt euch die Doku-Reihe an, von der Dunkelheit ans Licht, denn ihr spürt schon, aus welcher Misere die Kinder kamen, wie sie dann langsam wurden und danach werden immer noch mehr Videos veröffentlicht. Ihr habt sehr groß vollbracht. Weiter so.